Nachdem in England nun schon seit einigen Jahren auf den Zigarettenschachteln Ekelbilder prangern, hat der europäische Gesetzgeber entschieden, dass nun in der gesamten EU diese Ekelbilder auf Zigarettenschachteln sollen. Wir haben Bielefelder Bürger gefragt, was sie davon halten. Ja, was halte ich davon? Als Raucher natürlich für mich selber nicht viel, aber ich finde für die, die vielleicht erst anfangen wollen, das ist schon nicht schlecht, dass sie gar nicht erst anfangen damit. Also ich denke, es ist offensichtlich, dass das Rauchen extrem gesundheitsschädlich ist. Und von daher finde ich das jetzt nicht unbedingt so notwendig. Es wäre richtig. Es wäre richtig, wenn sie da was gegen machten. Also ich bin gegen das Rauchen. Also ich würde nicht das Rauchen anfangen wieder. An sich würde es mich gar nicht mal so stören, weil die Sucht ist da und die Bilder werden auch die Leute davon nicht abschrecken, aufhören zu rauchen. Werden das wahrscheinlich auch noch witzig finden. Ja, ich finde das gut, weil das ist ein bisschen abschreckt, ne? Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, das ist eine gute Idee, weil es ja letztendlich ja auch das aussagt, was passieren kann. Letztendlich, wenn man wirklich ewig lange raucht und das ist schon, wie sagt man, abschreckend auf jeden Fall und das halte ich für gut. Grundsätzlich finde ich das ganz gut, weil es einfach richtig mal visuell darstellt, was Rauchen eigentlich ausmacht und wie gefährlich es sein kann. Aber andererseits denke ich, dass die Leute, die sowieso grundsätzlich jeden Tag mehrere Schachteln oder auch öfters rauchen, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen und dass das keine Ausmaße annimmt dafür, dass Rauchen gestoppt werden kann. Finde ich super. Finde ich gut. Es ist richtig schön abschreckend. Also als ich die Zigaretten in meiner Hand hielt, habe ich gedacht, nee, die möchte ich nicht rauchen. Und wir haben mir dann einen ganz, ganz peinlichen Notstrick, habe ich mir dann überlegt, habe mir die dann umgefüllt in meine alte Schachtel, wo nämlich nur drauf stand, Rauchen ist ungesund. Die Jugend ist ja heute schwer zu überzeugen von irgendwas, muss ich leider mal so sagen. Aber man sollte auf jeden Fall mal einen Versuch starten. Fände ich nicht schlecht. Wenn 15-, 16-Jährige anfangen zu rauchen und dann die Lunge darauf sehen, das könnte vielleicht schon was bringen. Aber an sich bei den Älteren vermutlich eher weniger. Ich meine, man muss alles versuchen, um die Leute vom Rauchen abzubringen. Wenn ich als Nichtraucher darauf antworte, würde ich sagen, es sind noch viel zu wenige Bilder. Es müssten noch mehr Bilder sein, die noch ekliger aussehen. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass man, weil die meisten Leute sowieso drauf weggucken, dass man damit was ändern könnte oder was. Ne? Aber als Nichtraucher würde ich sagen, hör mal, noch viel mehr Bilder. Wo der ganze Körper zerfällt und wo die dann sitzen und sagen, ich kann nicht mehr.